So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich besiege eine Speerwächterin. Ich benutze jetzt hier oben lieber Sweetie Sense und hoffe einfach, dass da jetzt keiner hingeflogen ist. Ich mache das Ganze gerade im Solo-Modus. Die Aufgabe gab es aber genau so gab es die Aufgabe schon mal. Danke erstmal fürs Abonnent, wer auch immer es war. Wie gesagt, ich bin gerade offline, aber halt für euch die Videos am Aufnehmen. Und warum auch immer wird der Sound Alert trotzdem abgespielt. Wie gesagt, hier sind die ganzen Wächtertürme. Ihr seht es auf der Karte. Ihr könnt euch einen aussuchen und müsst halt dann die Wächterin töten, die drum herumläuft. Wie gesagt, die Aufgabe hatten wir ganz am Anfang, meine ich, von der Season schon mal. Aber jetzt müssen wir es halt nochmal machen. Vielleicht hat sich ja was geändert. Aber ich sage euch gleich schon, ich wette, ich schaffe es nicht. Aber ich will euch natürlich trotzdem zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie die junge Dame aussieht. Gucken wir gerade, wo sie. Ach, da unten ist sie schon. Da ist sie. Ich lande aber dann immer hier oben drauf. Passt nur auf, dass ihr nicht wie ich ab. Vielleicht habe ich Glück. Und sie wird wieder geschwächt. So habe ich es nämlich damals schon mal geschafft. Ah, Bogen ist schon mal wichtig. Hier sind nämlich immer zwei Kisten oben. So, warte mal. Mal gucken, wo ist sie? Vor allem, wo ist der Gegner? Vor allem, ist es nur ein Bot gewesen oder nicht? Problem ist natürlich jetzt, ich habe kein Blue Life. Muss sie dann weg? Ah, ich habe auch keine AR. Ja, also es sieht schon wieder schwer nach. Muss sie sich dann bewegen? Oh wei, das sieht schon wieder schlecht aus. Ich mag sie einfach nicht. Das ist mit die schlimmste Gegnerin, echt. Da habe ich lieber irgendeinen Schwitzer aus der Arena mit 7000 Punkten als das hier. Aber ich wollte euch halt, wie gesagt, wie immer nur den Standort zeigen. Das hier wird, glaube ich, wieder ein längerer Kampf. Ah, die rennt da unten noch ein bisschen los rum. Da wieder. Sie muss sich bewegen, wenn ich schieße, ne? Aber sie bekommt kein. Guck mal, er zuckt sie nicht und dann direkt drauf. Eieiei, ich sag ja, ich hasse die Dame. Dann babam, wird wieder ein längerer Kampf. Wie damals mit Ross. Aber ich sag ja, sie ist so blöd, diese Aufgabe. Aber sie gehört halt dazu, ne? Wir haben halt nicht immer nur leichte Aufgaben, sondern auch mal schwere. Vor allem hier in der Hütte ist ja gar nichts an Loot. Mir würde ja schon eine normale AR reichen. Eieieiei. Dann wo der andere eben hin, das weiß ich auch nicht. Und mit der Pump an die dran gehen, ist auch noch eine schlechtere Idee. Ja, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Wenn ich nicht One-Hit bin, dann weiß ich auch nicht. Zack! Getötet von der Speerwächterin. Ich denke mal, so wird es dem einen oder anderen auch gehen. Aber wir werden das natürlich zusammen trotzdem hinkriegen. Irgendwie, irgendwann. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ist eine tolle Aufgabe. Und viel Spaß noch beim Leveln und haut rein.